Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Netek. Wir stehen im Thronsaal und uns geht's schlecht, weil da hinten kommt eine Soldier Ant und, naja, zum Glück ist da eine geschlossene Tür im Weg. Aber meine Lebenspunkte, die sehen echt nicht gut aus. Das würde ich trotzdem ja ganz gern mal anders haben. Ich weiß ja gar nicht. Kann ich mich dem Vieh stellen? Nein, kann ich nicht. Ich versuch's auch gar nicht erst. Ich warte vor allem erstmal, bis die Blindheit wieder aufhört. Das ist ja total lächerlich. Zertauer, ganz schlecht. Katana und so, ne? Bang, bang. Okay, hat geklappt. Boah. So, Zertauer. Wieso spawnt der einfach so direkt neben mir? Das ist ja eine Frechheit. Ich merke schon, das Spiel. Was ist denn das für eine Scroll, die ich da gefunden habe? Number 9, okay. Ach, ich würde gerne... Weißt du was, da oben waren noch 5 Millionen, Milliarden, Millionen, Milliarden Shops. Da gehe ich jetzt einfach mal in einen rein, in so einen General Store. Und schau einfach mal, wie viel diese Scrolls denn so an sich wert sind. Na, wir wissen ja Price Identify und so. Das war doch sogar ein General Store da rechts, oder? 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 Das sieht jetzt nach einem aus, gell? So sehr viele... Oh, hey, noch ein Fnord. Oh, da habe ich jetzt schon zwei von. Könnte Identify sein. Genau, das ist ein General Store. Perfekt, dann legen wir hier doch mal eine dieser Scrolls namens Fnord ab. 38. Nein, das wird dann wohl kaum Identify sein. Ach, einfach mal mit allem durchprobieren. Nee. 23, das ist irgendwie auch zu wertvoll. Ja, sowas. Oh, sogar 75. Ja, das ist dann wohl auch nicht. Gott, oh Gott. Und 113, die werden immer wertvoller. Unglaublich. Was habe ich denn hier für krasses Zeug schon dabei? Aha! Temoth sind die Identifüßchen. Ja, sehr gut. Ich hoffe zumindest, dass das so ist. Ich weiß ja nicht, ob sie auch irgendwie noch neue Scrolls... Ach, ich soll den vielleicht wieder aufnehmen. Neue Scrolls gibt, die dann irgendwie genauso billig sind wie Identifier. Und das wäre nämlich schon... Das wäre gemein. Aber so fies ist das Spiel bestimmt nicht, deswegen sage ich hier doch, das ist Identify, Dingsbums. Ich hoffe, ich habe recht. Denn wir werden es jetzt gleich ausprobieren, möglichst in einem leeren Raum, genau, wo ich nicht irgendwie den Shopkeeper mit in die Luft jag, wenn ich plötzlich in Flammen stehe. So, Identify, wuhu! Okay, was war so viel wert? Ich glaube Hacke Musche, oder? Halt dein Maul! Okay, sehr schön, dass ich den schon dabei habe. Das freut mich jetzt ja schon. Ich könnte natürlich jetzt die Soldier Ants rauskanten, aber das, nee. Nee, irgendwie, da gibt's Sinnvolleres, was man rausschmeißen könnte. Sollte. Ist ja cool, Genocide, jetzt schon, ne? Hallo, Ameise, wie geht es dir? Dich genocide ich nicht. Du bist viel zu ungefährlich. Mann, oh Mann, armer Class 3 und ich werde trotzdem immer noch wieder... wie schaut es eigentlich mit meinem Schwertskill aus? Longsword, Skilled, okay. Noch ein Punkt und ich kann es wagen, nach Excalibur zu dippen. Weil, und so, dann trainiere ich ja mit zwei Waffen gleichzeitig. Das hatten wir ja, das war ja der Plan. Sehr schön, endlich mal wieder eine Let's Play-Folge, wo ich mich an die Pläne der letzten Folge noch erinnern kann. Obwohl sie mehr als einen Tag her ist. So, ein Handtuch haben wir noch, genau. Wo ist dieses Soldier End? Die will ich bitte im Blick behalten. Nicht, dass ich plötzlich in sie reinknall. Also ich glaube, sie hat das vor. Oh, ein Zauberbuch. Oh, eine Katze. Na gut, das Zauberbuch brauche ich jetzt erstmal nicht, weil von wegen Samurai, der ist ja zaubertechnisch nicht so. Oh, eine Large Box. Okay, jetzt nehme ich das Ding doch mal wieder ab. Ah, okay, gelockt. Aber das war jetzt eigentlich unnötig, weil ich habe ja... Ja, ich sollte das lassen. Nicht, dass ich noch da drin was kaputt mache. Da ist wieder, was war denn das? Ah, Enlightenment war das. Okay, Peacefully Aligned, telepathisch, faste, lucky und ich kann safely pray. Na, das ist ja schön zu wissen, gut zu wissen. Weil wenn jetzt gleich die Soldier ankommt, dann werde ich das wahrscheinlich brauchen. Da ist sie auch schon. Aber kommt sie schon? Nein, denn das ist eine geschlossene Tür, das ist schön. Die Tür ist offen, das ist nicht schön. Ah, aber die ist wieder zu. Okay, das heißt, ich bin immer noch vor allen Monstern, die keine Türen öffnen können, sicher. Ach, weißt du was? Am Arsch, die Räuber. Ich lege mich jetzt mit dieser Soldier Ant an. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ja. Okay, Soldier Ant. Wo ist sie? Da ist sie.
Bam. Beizding, Alter, zieht die viel ab. 7. Batsch. Hit. Sting. Kill. Okay, sie ist tot. Boah, hat die mich vermöbelt. 40 Lebenspunkte oder was? Okay, sie hat mir wahrscheinlich... Nee, sie hat mir nicht alles im Alleingang abgezogen. Und hier ist bestimmt eine Überroll-mich-lieber-Steinfalle, oder? Oder? Wenn der schon so in der Ecke liegt. Ja, bingo. Okay. Jetzt wissen wir, wo sie ist. Nicht nochmal drauftreten. Meine schönen Lebenspunkte. Die waren gerade wieder... Ach Gott, ich hasse Soldier Ants. Habe ich sie schon mal erwähnt? Ich mag sie wirklich nicht. Gut, dann muss es irgendwo rechts weitergehen, ne? Da sind ja noch Monster. Zum Glück, ich hoffe, keine gefährlichen. Das ist kein Wolf, oder? Ne, es ist nur ein Schakal. Ach, ein Schakal. Ein Schakal, komm. Unerwartete Armee an Ameisen in 3, 2, 1. Ah, da. Da ist die Tür. Hinter dem Stein. Das ist ja besonders fies. Da musste ich die Falle sogar auslösen, um da weiterzukommen. Ach so, der will mir ja gar nichts. Richtig, da war ja was. Okay, mal sehen, was gibt's hier so? Oh, hier gibt's noch gar nichts. Nur diese kleine arme Acid-Blob und vielleicht ein paar weitere hirnlose Monster. Ein Zombie oder so. Ach, pff. Ah, jetzt ein Zombie. Komm. Naja, obwohl die menschlichen Zombies haben mir letztes Mal ganz schön auf die Klappe gegeben. Aber mittlerweile bin ich ja auch stärker. Ich bin jetzt ja Experience Level 8, ja. Und ich habe voll die krasse Rüstung. Zumindest hätte ich sie gern. Oh, ist das ein Elf? Das ist tatsächlich ein Elf. Ein Woodland-Elf. Ah, die sind chaotic natürlich, deswegen mögen die mich nicht. Wart nur. Wer kommt zuerst? Nur einer bitte. Da schmeißt er das Monster vor ihm ab. Haut der drauf. Alter Schwede. Du blöder Penner. Wir haben 11 und ich krieg keine Schlafresistenz von ihm. Was ist das jetzt? Ein Ledergolem, okay. Nein, ich wollte jetzt den Bogen ausrüsten. Genau den. Und jetzt kriegt der nämlich voll die Pfeile rein. Zack, zack. Daneben. Der hat getroffen. Der auch. Der hat getroffen. Der auch. Wie viel hält denn der aus? Wie viel hältst du aus? Wie viel hältst du aus? Na bitte. Ja. Spielen auch sie, NetHack. Bangen auch sie um Sekunde um ihr nacktes Überleben. Okay. Da ist doch schon mal wieder ein Brunnen. Das ist natürlich sehr schön, dass ich hier so viele Brunnen finde. Aber ich habe jetzt irgendwie gerade echt Schiss, nach Excalibur zu dippen, solange ich nicht auf wirklich voller Lebensenergie bin. Am Ende hole ich noch einen Wasserdämon hervor und der macht mich dann kalt. Ah! Scheiße, ich brauche eine bessere Rüstung. Ich sollte eigentlich nochmal in die Minen gehen. Aber da kriege ich ja auch aufs Maul. Das ist ja das Problem. Ich kann nirgendwo hin irgendwie. Aber es geht nicht anders. Ich muss in die Minen. Ich brauche einen ganz großen Hammer. Uiuiuiui. Ui. Ach, schon wieder ein Floating Eye. Ha, weißt du. Also, für dich verschwende ich nicht mal Pfeile, weißt du. So, hier, Handtuch. Und Schnetzel. Das war's auch schon. Und gleich mal fressen. Das ist mal. Telepathie habe ich schon, aber das bisschen Nährwert, das ist es mir wert. Okay. Ja, doch, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in die. Nein. Halt, stopp. So. Ich sollte erstmal Enter drücken. Anderer Plan, wir gehen nach Sokoban. Das war ja der eigentliche Plan. Dass wir uns da erstmal ein bisschen was zu reißen versuchen. Okay. Ja, ja, doch. Alles klar. Okay, was ist hier noch so? Da sind ein paar Orks. Okay. Das ist ja. Jetzt wäre es gut zu wissen, ob der verflucht ist. War nicht weiter oben ein Altar? Ich glaube, es war weiter oben ein Altar. Ich gehe einfach mal weiter hoch und suche den I-Vampir. Warte mal kurz, da lege ich diesen Panzer wieder ab. Schlag das Ding dann tot. Hör auf zu fliehen. So, danke schön. Okay, weiter geht's. Ja, ach, doch. Das bisschen. Das kann ich verkraften. Dafür, dass es vielleicht eine viel bessere Rüstung ist als die ich gerade habe. Ja, okay. Der kommt wieder weg. Au, au. X, 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 X. Alter. Und da sind noch 3 weitere. Oh mein Gott. Und die kommen jetzt natürlich auch alle hierher. Ne, tun sie nicht. Die bleiben in der Ecke. Okay, finde ich gut. Open Door ist hier. Okay, dann esse ich den Affen einfach mal weg. Oh, meine Attribute steigen. Das ist gut. Mache ich diese Tür nämlich mal zu, weil die Affen können die nicht aufmachen. Was ist das mit diesem grünen Ida? Das ist ein Homunculus. Jörgel.
Ich wollte eigentlich nur nach oben und diesen Mithril-Panzer auf den Altar legen. Alter, was spawnt denn da jetzt noch alles rein? Das ist jetzt eine Giant Bat, oder? Einfach nur eine ganz normale Fledermaus, oder? Ja, doch. Ja, gut. Okay, dann warten wir halt noch eine Weile. 40 Züge oder so. Bing. Dann nochmal. Bing. Okay, das ist ja mein Lebenspunkt, zumindest schon wieder grün. Das ist doch schön. Alter. Okay. Also erstmal Monster zur Hauptbrigade. Danach der Mithril-Panzer. Bumm, bumm, zack, ah. Homunculus, Homunculus. Er flieht. Kann er nicht. Da ist er tot. Keine Affen? Keine Affen? Hupf. Ja, das Yellow Light, das soll mir mal den Buckel runterrutschen. Nein, die können die Türen doch aufmachen. Ha, das ist ja toll. Die sind ja auch noch intelligent. Das ist ja wunderschön. Alter. So, zurück zum Bogen. Da ist er. Jetzt wird er erschossen. Ich hoffe zumindest, dass es auch mal klappt hier. Ja, einer ist tot. Zack, zack. Zack. Ja, das ist direkt an mir dran. Jetzt nicht mehr. So, zurück aufs Katana. Bam. Und wieder hoch. Und zack, zack. Hehehehehehe. Hat er meine Pfeile geklaut, gerade dieser Penner hier, dieser Hobbit? Ach so, ich bin ja, das ist ja gar nicht das Handtuch, das ist ja natürliche Blindheit. Okay, nee, da sind noch Pfeile. Wasser, Wasser, Wasser. Gut, hätten wir das auch geklärt. Diese Affen jetzt auch mal weg. Himmel, Arsch und. Dieses Spiel. Was ist das denn da? Ein gelbes S ist ein Tausendfüßer, ne? Ja. Komisch, dass die jetzt irgendwie. Ach, ich hinterfrag's gar nicht erst. Ich lege stattdessen wieder dieses Ding hier ab. Ich glaube nämlich, der könnte mir jetzt auch gefährlich werden. Mit so wenig Lebenspunkten. Oh, na, komm her. Hör auf, dich zu verstecken. Hit. Miss, hitte. Okay, war doch ganz okay. Ja, doch, ich will ihn mitnehmen. Ich bin es aber gar nicht gewohnt, dass ich bei so. Dass ich bei dem Belastungsstatus eine Bestätigung habe. Okay, ich kann wieder sehen. So, wo war dieser Altar? Alter, was tue ich nicht alles für meine Ausrüstung? Nee, hier war er auch nicht. Ah, da war er auf der. Was war das? Achso, das war einfach ein Kobold, der aus dem Nichts hervorgeschossen kam. Das habe ich jetzt gar nicht. Was ist das jetzt schon wieder? Grey Ooze? Grey Ooze. Naja, Vorsicht. Die können mir meine Rüstung korrodieren lassen. Das will ich jetzt auch nicht. Ich brauche jeden Rüstungspunkt. Jeden. Einzelnen. Hier war doch kein Altar. Ah, habe ich mich getäuscht. Super. Tja, eine Alternative wäre mein Town, aber komm erstmal so weit. Ja, jetzt falle ich auch nicht die Treppen runter wegen der Überbelastung. Das ist ja schön. Das ist ja toll. Das ist ja ein Blue Jelly. Oh, das ist gut. Da kriege ich vielleicht Kälteresistenz. Oder Giftresistenz. Habe ich beides noch nicht. So. Ach so. Na, das ist auch neu. Okay, fertig. Na gut. So. Alles klar. Habe ich meine ganze Ausrüstung wieder. Und jetzt würde ich sagen, ja, führt kein Weg dran vorbei. Es geht in die Minen. Weil ich es kann. Und vor allem, weil ich mich für diese Schmach vom letzten Mal rächen will. Ich meine, ich habe da ja so auf die Klappe gekriegt. Oh, ein Shrieker. Giftresistenz? Keine Giftresistenz. Ja, super, man gönnt mir auch gar nichts. So, und jetzt kann ich ja sehen, wo ihr alle seid, ihr blinden Penner. Ne, ich bin der Blinde, aber ihr seid die Penner. Wollen doch mal sehen, wer hier zuletzt lacht. So, aha, Feuerameise, genau vor der bin ich das letzte Mal abgehauen. Gut, ich würde sagen, den Mithril-Panzer lassen wir jetzt erstmal hier. Ich merke mir einfach, wo der ist. Und jetzt ist das Handtuch vielleicht ein bisschen wichtig. Ich will jetzt genau sehen. Oh, ich habe einen Zauberstab gefunden, oder? Ja, auf Q. Sehr schön. Ich will genau sehen, wo was ist und wie. Da kommt schon diese Ameise. Diese dreckige, dreckige Ameise. Ah, okay, die ist tot. Finde ich gut. Ich hätte auch ganz gerne langsam mal einen Beutel. Also einen Sack für meine ganzen Gegenstände, damit die nicht in Brand gesteckt werden können von diesen fucking Ameisen. Nicht, dass mir die Scroll of Genocide wegbrennt. Das wäre sehr, sehr scheiße. So, Platinum Wand. Okay, dann probieren wir die mal aus. Ah. Und mit Q. Wand of Digging. Das ist ja sehr schön. Da habe ich jetzt schon mal eine Fluchtmöglichkeit oder eine Möglichkeit, Walls aufzugraben.
Und dann kriege ich sehr viel Geld. Okay. Immerhin ein kleiner Fortschritt. So, und wer hat hier die ganzen Wände aufgerammt? Nur du warst es natürlich, aber ich lasse dich leben, weil ich ja so lawful bin. Dich nicht. Huch, das war ein Teleporter und da schon wieder so ein Penner. Gnomen. Ich frag mich echt, wie das schmecken muss. Bestimmt nicht gut. Nein, 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 nein. Der darf leben. Keine so, ach komm, eine Bär. Unglaublich, so viele Fallen. Und hier ist, ja, jetzt rollt der Stein gleich los und matscht jemanden platt. Wir kennen das Spielchen hier. Bingo. So eine Scheiße. Und da ist gleich der nächste. Aber den hat er, glaube ich, aus der Wand gekantet. Okay, da ist die Treppe. Ach so, Lebezeit. So, ist hier nicht noch irgendwie irgendwas, irgendwer vielleicht? Will da nicht noch irgendjemand aufs Maul? Oh, ein Schlüssel. Ah, das ist vielleicht sogar besser als der Dietrich, weil... Ach, süß. Da wollte er mich von oben angreifen. Weil, wenn man mit einem Schlüssel die Türen aufschließt, dann... werde ich beschossen. Nee, sondern dann sind die Wachen in meinem Town da nicht so angepisst, wie wenn man das mit einem Dietrich versucht und das Schloss einfach knackt. Das mögen die irgendwie nicht. Keine Ahnung warum. Also Einbrecher sind anscheinend nicht sehr beliebt. Aber wenn du einen Schlüssel hast, kein Problem. Daher, Kinder, merket auf und nehmet Schlüssel mit, wenn ihr sie findet und nicht die Dietriche. So, und jetzt ist das Level, glaube ich, auch ja so ziemlich erforscht. Na gut, dann füllen wir noch... Wer schießt denn hier? Ah, der Kobold. Tja, da wollte er fliehen und hat sich geschafft, weil mein starker Arm einfach zu stark im Arm war. Ist wenigstens schön, dass der Stärkebonus sich auszahlt. Oder hat das auch mit dem... Ich glaube, es hat auch mit dem Schwertskill zu tun. Na, na, nein. Ich greife dauernd Sachen an, die ich gar nicht angreifen will, weil sie mir einfach in der Dunkelheit vor die Nase latschen ohne Augenbinde. Na, Handtuch hat denselben Effekt. Was ist das denn da? Wieso wird das automatisch beleuchtet? Ach so, das ist mein Town. Und das sind Goblins? Goblins in mein Town? Und ich höre einen nearby Zap? Das ist dann wohl doch nicht mein Town. Alter, wo hat's mich denn jetzt hin verschlagen? Das scheint ein neues Level zu sein. Also, ein Ork-Captain. Ein Mordor-Ork. Ja, okay, ist das auch ein Ork-Captain? Ich muss die Lieder dann untersuchen. Ja, das sind alles nur Ork-Captains, also nicht irgendwie noch ein Endgegner dazu. Das ist wenigstens sehr gut. Aber das wäre irgendwie auch... Doch, es ist mein Town. Da steht's. Mein Town. Level 7. Soll das heißen, hier gibt's jetzt gar keine Shops, sondern nur Orks und die kriegen dann von mir auf die Fresse oder hauen mir die rüber ein? Das finde ich aber nicht so toll. Ich will meine Shops und meinen Altar und was ich sonst noch so gewohnt bin. Oh Gott. Und das muss ich da auch noch durch. Ja, willkommen im Ork-Paradies. Bumm, zack. Das war schon mal ein Hill-Ork. Und hier geht's unten durch die schnurrigen Schatten. Was ist das? Eine Watch-Captain-Corps. Ach so. Verstehe. Das ist halt mein Town, aber wurde von den Orks überrannt. Oh, und wir haben jetzt die heldenhafte Aufgabe, die Stadt wieder zu befreien. Oh, das ist doch kein Problem. Das mache ich doch mit links, wenn ich mal einen Eingang finden würde. Ah, da oben vielleicht. So, da kommt der Hill-Ork, der wird gekill-Orkt. Und da kommt der Goblin, der glaubt auch dran. Da hatte ich jetzt keinen Reim drauf. Klonk. Ach so, nee, das ist alles vergittert. Wie komme ich da rein? Ich muss diese... Irgendwie kann man diese Eisengitter bestimmt loswerden, aber ich weiß nicht wie. Wie würde ich ein Eisengitter loswerden? Ich würde es vielleicht wegschmelzen mit einem Feuerzauberstab oder mit einer Pickaxe durchhauen, aber da brauche ich, glaube ich, eine Weile für. Ich könnte es auch durchsägen, aber ich habe kein passendes Werkzeug dafür. Durchschneiden? Aber mit was? Man bräuchte wahrscheinlich irgendein ganz bestimmtes Werkzeug dafür. Oder es geht wirklich mit einem Zauber, mit einem Feuerzauber. Habe ich eine Wand of Fire? Also dann probiere ich das vielleicht gleich mal aus. Nee, habe ich nicht. Tja, ich weiß es nicht. Wenn es einer von euch weiß, könnt ihr es ja in die Kommentare schreiben. Dann machen wir das doch direkt mal. So, zurück in den Minen. Okay, hier ist nichts weiter Wichtiges. Nichts weiter Wildes. Nur ein paar Gnome. Zack, zack. Und Gnome Lords. Und Experience Level 9. Oh yeah, jetzt geht's doch langsam aufwärts. So weit waren wir, glaube ich, noch nie. Oder? Auch meine Privatpartien waren, glaube ich, noch nicht so weit. Was hörte ich da? Crashing Rock. Ja, das sind wieder die Zwerge. Die graben ein bisschen die Wände auf. So, das war mal dieser Gnome hier. Die Zwerge dürfen weiterhin leben. Und jetzt sollte ich was essen. Okay. Gnocchi habe ich genug dabei. Ach, du blöder Sack. Lass mich halt essen. Wo war die jetzt? Klein V.
So, fertig. Und damit wird das auch wieder gelöst. Und jetzt geht es weiter durch die dunkle Dunkelheit auf der etwas eintönigen Suche. Aber das ist irgendwie schon schlecht, wenn mein Town jetzt so überrannt und überrumpelt wurde. Ich hoffe, die Shops sind noch da, halt irgendwie dann leergefegt, aber die Items sind noch dabei oder so irgendwie in der Richtung. Weil sonst habe ich ein echtes Problem, weil da kriege ich auch vielleicht die Kerzen nicht zusammen. Apropos Kerzen, da war gerade eine. Die ich am Ende des Spiels brauche. Das wäre schon scheiße. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Da gibt es bestimmt noch alle Shops und so, aber die sind halt alle kaputt und die Shopkeeper sind tot und die Orks marodieren überall wild rum. So, bam bam, du gehst weg und jetzt gibt's die Wand auf der Ging. Wo war die? Auf Kuh. Britzel. Okay. Und auf magische Weise war der Weg geöffnet. Kriege ich vielleicht so diese Eisengitter weg? Oh, noch eine Kerze. Gut, ich krieg die Dinger wohl doch zusammen. Auch ohne meinen Ton. A partly used candle? Ach, die Gnome benutzen die jetzt auch, oder was? Ist das ein Gassen, Wachsen, Schnacksen, Gargoyle, Scheiße. Human Zombie. Hau ab. Rix. Okay, jetzt wird's wieder eklig. Der Gargoyle, der blöde Gargoyle. Au. Au. Shit. Okay, der killt mich ja. Der killt mich ja sowas von. 20... Boah, wo kam der denn her? Ja. Pfff, schnickes, ficken Kack, Dreck, Schnibbel, Arschwurst, Huren, Pastete. Was hatte ich alles dabei? Ancient Weapon. Okay, Create Monster, Genocide, Teleportation, Blank Paper, Teleportation. Gut zu wissen. Jetzt. Ah, Sake. Ach so, das war ja gar kein Schnaps, das war ja Sake. Okay, Clear Potion of Water, das ist klar. Clear Potion of Water, Silvering Shock Resistance, Gain Dexterity, okay, Striking, Digging Magic Missile, die war sogar leer. Ja, das war die, die gegen mich leer gefeuert wurde, ne? Und nochmal Striking. Blöder Scheiß Leo Krotter, Harry Potter, Drecks Pimmel. Okay, Hunger Level 780. Oh, Alignment. Schön. Monster Difficulty Range. Level Difficulty was? War 8. Jo, Telepathy. Fast Lucky Dead. Ah, yes. Sowas aber auch besonders lucky kam ich mir jetzt am Ende nicht vor. Was habe ich alles platt gemacht? Oh ja, sehr schön, sehr viel. Ganz krass, ganz toll, bla bla. So, Wielded Weapon, Unread Items, bla bla. You never gonna sighted any monsters. Das hätte ich noch anders gemacht, wenn man mir die Chance gelassen hätte. Blöde Dreckskacke. Ja, das war dann also diese Partie.